Ja, wir haben ungefähr ein Gesamtausmaß für uns in etwa von ca. 10.000 Quadratmeter, die abzudichten sind. Davon sind ca. 3.200 Quadratmeter Dachfläche. Sicherlich in den absoluten Stoßzeiten dann mit weiterem Baufortschritt von Anfang August, so geht es einmal, die Mannschaft dann aufstocken auf 10 bis 12 Mitarbeiter. Unsere Aufgabe ist vor allem das Gewerk, eben die Installation, Sanitäre und Heizung. Und da haben wir schon seit der letzten Aprilwoche, wo wir schon begonnen haben, interne Abläufe zu koordinieren, dass wir eben die Sachen, wo es Bestand bleiben, in den Neubau integrieren können. Es wird hier mit einer reinen Pelletsheizung geheizt. Wir haben hier ein Volumen von 350 Tonnen an Pellets. Also Ende Oktober erstrahlt dann das neue Fernerhaus im vollen Glanz. Und wie gesagt, ich kann eigentlich nur an jeden von den Zusehern raten, sich das da herum einmal live umzuschauen, denn alleine die Bauphase ist schon äußerst sehenswert und dann natürlich auch das fertige Objekt.